So, einen schönen Abend euch. Ja, wie ihr hört, meine Stimme ist nicht so ganz gesund. Kommt gleich zu. Erstmal, warum habe ich keinen Sound? Achso, ich bin ja hier im Menü. Klar. So. Guck mal, alles doppelt im Chat. Echt? Okay, bei mir nicht. Jo, einen schönen Abend. Hier in Hyrule, ne? Moment. Passt. Ne, es hat den Grund. Ist jemand noch irgendwas runtergeladen? Dann geht's natürlich nicht, ne? Ja, ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Ziemlich angeschlagen. Aber da mir gesagt wurde im letzten Twilight Princess Stream, dass diese Story Einheit, wo ich gerade bin, so 1 bis 2 Stunden geht oder noch geht, ne? Das war ja schon mittendrin. Mache ich das heute. Und danach mal schauen, ob ich noch weitermache oder ob ich den Stream beende. Ich kann auf jeden Fall nicht so geil synchronisieren heute, ne? Wie schon mal im dritten. Oh, passt die Zahl eigentlich? Passt die. Ich glaube, ich habe 5 geschrieben, der 5. Stream. Ich war mir nicht sicher, ob's passt. Ich habe es aber nicht nachgeprüft. Wie geht's euch? Moin Kilian. So, ja, Gamepad, du bist nicht vollgeladen. Dankeschön. Gut. Dann passt alles. Lautstärke soll doch wie immer sein. Ich perfekt jetzt den Streamer gemacht. Ja. Nee, wir hatten letztes Mal die Zwischensequenz mit Santo, ne? Die war sehr deep. Haben auch gesehen, dass Midna nicht. Naja. Sie tat immer so selbstsicher und diva-mäßig, aber. Sie ist auch zerbrechlich, ne? So, ich muss hier kurz. Warum habe ich denn keinen. Ich keinen Sound-Delay, echt? Oha. Okay. Ich dachte, ich habe Sound-Delay, aber. Einmal nicht. Das ist auch gut. Willkommen zurück, Nigan. Gut. Du machst gerade Abendessen. Ah, was gibt's denn bei dir? Ja, ich hatte schon. Hab schon gegessen. Jo. Gut. Also. Mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind ein bisschen hier rumgelaufen, aber wir haben quasi nichts gemacht, ne? Und wir waren, glaube ich, auch auf dem Weg zum Schloss, ne? Wir mussten irgendwie zum Schloss, ja. So viel ich weiß. Oder halt in die Stadt, Hyrule Stadt. Und, ja, das können wir ja mal machen, ne? Boah. So das Das Frontiers-Ding-System, Kampfsystem jetzt angewöhnt. Nein, keine Sorge, Nika, ich tu nichts darüber reden. Über das Kampfsystem an sich. Dass ich jetzt schon gar nicht mehr weiß. Ja, geht schon. Geht schon. Aber ja. Wie ungewohnt. Ja, lass ich euch halt kommen. Tschüss. An dem das Herz. So. Weil Midna liegt er so halb rot auf ihm drauf, ne? Aber er kämpft halt trotzdem ein bisschen, ne? Was willst du eigentlich? Ich glaube, er will nichts. Ich glaube, er will nichts. Nee. Gehen wir mal in die Stadt, ne? Und Spezi. Mein Energy nicht kaltgestellt. Gut, er wäre eh nicht für heute gewesen, aber. Egal. Gibt's Neuigkeiten? Ich hasse Regen, aber drin habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute Na Nacht noch irgendwas passiert. Ja. Was denn? Hast du Angst vor mir? Oh. Ich bin doch ein Schmusehund. Ah, yeah. Okay. Ich hab echt alle Angst vor mir, ne? Oder vielleicht davor mitnehmen.
Ja, die haben wohl mitten Angst. Irgendwas im Chat gesagt. Ne, hab nichts gesagt. Kannst du dir schön merken, den Lichtwolf oder wie der hieß. Schrecklicher Regen. Da fällt das Treffen heute sicher aus. Das Treffen? Welches Treffen? Bin ich da auch eingeladen? Ich glaube nicht. Das ist schade, dass man Link dazu nicht einlädt. Hallo. Ja, jetzt aber ganz. Also, was hat denn mit einer Angestellte? Eieiei. Oder sieht der Wolf doch ein bisschen bedrohlich aus? Weiß nicht. Warum liegt da ein Knochen rum? Oder? Ja. Da liegt einfach ein Knochen rum. Wollt ihr einen Knochen haben? Ich habe euch mal einen Knochen hier hingelegt, ne? Wollt ihr aber nicht? Nee. Ja, dann nehme ich den wieder mit. Danke. Wegen den doppelten Nachrichten. Ja, also bei mir ist es wie gesagt nicht. Bei mir wurde es nämlich auch so angezeigt, ne? Da kam die ganze Zeit willkommen im Chat, willkommen im Chat. Und ja, war ein bisschen verwunderlich und auf einmal kommt dann halt Ding an, OBS und sagt Verbindung abgebrochen. Was dann doch ein bisschen problematisch war, ne? Aber wenn der jetzt die ganze Zeit gestanden hätte, willkommen im Chat, dann wäre das auch ein bisschen komisch gewesen. Warum hast du jetzt den willst du nicht mehr haben? Willst du den nicht haben? Ach, das meint... Ach so. Ah. Ja, gut. Doch. Ich glaube, das kriege ich hin. Moment. Ich will kurz wieder einen Chat finden. Ist das hier? Ja. Ich glaube, ich muss einfach deaktivieren. Nee. Warum ist es jetzt so klein, das Fenster? Ah. Eigentlich soll das so gehen. Geht es denn da nicht so? Mach ich jetzt so, Moment. Hä? Das geht doch. Check ich jetzt nicht. Das check ich jetzt nicht. Mal so. Jetzt weg, genau. Und jetzt füge ich nochmal den Link ein. Das ist quasi resettet und dann. So. Jetzt schreibt mal was. Vielleicht geht's jetzt. Das AA-Treffen. Ah, jetzt geht's gut. Wer ist das? Ach, hallo. Ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt. Deshalb suche ich eine Luise, die sich hier wohl gut auskennt. Weißt du vielleicht, wo ich das Wirtshaus finde? Ja. Ich weiß noch, wo das ist. Ich weiß aber nicht, wie ich es dir sag. Ambulanz. Jetzt chill doch mal. Also ich... Yeah. Na, hier soll ich auf jeden Fall nicht hin. Das ist halt doch ein Schloss, ne? Ich glaube, noch ein bisschen mal... durch die Stadt. Nee, ich schreibe nichts. Halt, warte. Geh nochmal da raus. Okay. Was ist da draußen? Ach so. Haben wir das schon mal... Also haben wir schon mal so einen bekämpft? Also wir hatten schon so Laternen, klar. Aber dass wir die bekämpft haben? Ah. Eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Gut, du bist auch noch da. Ja, das ist schön. Du hast aber keine Geistseele, oder? Ich glaube nicht. Okay, das ist einfach ersoffen. Einfach ersoffen. Okay. Auch schön, dass wir genau 1000 Rubine haben, ne? Also es geht halt nicht mehr. Wir sind einfach reich. Joa. So.
Ja, weiter im Text oder wieder zurück im Text, eher gesagt. Ach, so einen ekligen Huschen habe ich. Ja. Aber, versuche ich zu unterdrücken hier. Geht also, es geht bisher. Also ich glaube, hier muss ich nirgendwo. Ja, okay. Wer spricht gerade mit mir? Irgendeine Ente, wo steht die? Quark, normalerweise lebe ich in den unterirdischen Gängen. Aber heute ist das Wetter so gut, da musste ich einfach raus. Warst du schon einmal unter der Stadt? Unglaublich, wie viel Platz dort ist. Die unterirdischen Gänge haben die Soldaten von Hellwohl als Fluchtweg gebaut. Du findest sie überall unter der Stadt, Quark. Ach so, das ist ein Frosch, ja, jetzt. Aha. Ja, der war so winzig. Hab ich gar nicht gesehen, ey. Hart vor dir suchten. Vielleicht. Hab ich vor. Ich wollte eigentlich morgen auf ein Konzert gehen, aber... Unter der Stadt, waren wir da schon überhaupt? Ah. Hier. Oder wie? Ja. Aber wenn es morgen immer noch so geht, dann... wäre es natürlich schlecht. Echt. Okay. Warte. Irgendwie erinnert mich das jetzt an der gestiefelte Karte. Weiß nicht warum. Haben wir heute... ja, da haben wir heute in Spanisch geschaut. So ein bisschen. Hab den Film davor noch nicht gesehen. Aber wir haben es auch auf Spanisch geschaut, deswegen. War ein bisschen komplex. Wo bist du jetzt in Frontiers? Der ersten Insel noch. Noch nicht mal den ersten Boss besiegt. Joe Mama, ja genau, bei Joe Mama. Was wohl? Ja, ich will halt, dass es mir gut geht, weil ich freue mich schon so lange auf dieses Konzert. Ich würde das Geld zurückkriegen, weil ich habe so eine Versicherung. Also, ich denke mal, ich habe die angeschrieben und muss ich nachher mal gucken, ob die mir jetzt zurückgeschrieben haben. Aber ich denke schon, dass ich das dann zurückbekomme. Aber ich will halt schon unbedingt hingehen. Damit du spoilerst. Habe ich gespoilert? Nee, habe ich nicht. Ne? Du bist Hori, oder? Link schaut die Katze hungrig an. War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Wahrscheinlich war die Mensch oder halt eine andere Kreatur. Genau. Ich verstehe allerdings nicht, was mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Wir sehen doch schön aus. Oho, schon wieder mit Verletzungen unterwegs. Ist das eine Art Hobby von dir? Bitte, wir müssen... Prinzessin Zelda... Ist die in der Kanalisation oder was? Da magst es. Kommt hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Alle haben sie Angst, ne? Alle haben sie Angst. Warte, komme ich da jetzt noch hoch mit ihrer Fähigkeit da? Warte, ich muss schieben wahrscheinlich. Das gibt wahrscheinlich Sinn. Ja, genau.
Achso, okay. Nur bis Weihnachten dann wahrscheinlich. Ich kann das von dem spielen. Ja, und ich brauche noch die Konsole dafür. Da springt er wieder runter. Ich werde auf jeden Fall eine Weile brauchen, bis ich es durch habe. Aber nicht so lange, wie wenn ich brauchen würde, wenn ich es nur streamen würde. Dann würde ich wirklich sehr, 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 sehr lang brauchen. Ja, Pokémon, ne? Hab ich's nicht eilig. Hab ich's nicht eilig. Muss ich sagen, ne? Oh. Warum? Ich habe das so mit Absicht gemacht. Ich frage mich, warum. Was ist das für ein Geräusch? Das war voll. Das war ein voller Hunger-Moment jetzt. Also, das Dark Picture-Spiel, das sag ich zuerst. Ja. Das kommt ja auch, ist auch heute rausgekommen, ne? Glaube schon. So. Ist schon ein bisschen waghalsig, ne? Es kam heute raus, ne? Markus hat es doch schon, hat es am Mittwoch schon angefangen, ne? Aber ich glaube, viele haben es schon früh angefangen. Ja, nee, also ich zock's schon, ich habe schon Lust drauf, aber halt jetzt nicht übermäßig, ne? Hat Zeit. Wenn du eine PS5 hast, wirst du es so suchten. Ja, wenn du willst, ne? Also ich kann natürlich jetzt nicht permanent gucken, wie damals, wo ich meine PS5 gekauft habe, aber kann ab und zu mal gucken, ne? Ob es irgendwo Drops gibt oder so, ne? Ja, gut, kannst du natürlich auch machen. Wenn die was finden, kann ich sie natürlich schicken. Obwohl, du musst ja das Geld haben, ne? Das ist eher das Problem dann. Ja, 550 Euro ist halt trotzdem teuer. Ich glaube, die Xbox, die kostet jetzt auch, die kostet jetzt auch mehr. Das haben sie jetzt auch erhöht. Oder wollen sie zumindest. Habe ich irgendwas von gelesen, dass die das auch erhöhen müssen jetzt, wenn es nicht anders geht. Ist das so ein... Es gibt doch manchmal diese Leute, die halt um Geld betteln, ne? Und das finde ich wirklich kreativ, obwohl es das oft gibt. Die sich dann irgendwie so wie so eine Statue verkleiden und dann stehen sie da so still. So sieht der halt auch aus, ne? Aber er sieht auch nicht so richtig. Er hat auch Juwelen als Augen. Also der scheint wirklich viel Geld zu haben. Alle übelst gelaggt. Ja gut. Ja, die Meta, also gut, ich mache mir nichts aus Meta-Kritiken, ne? Ne? Obwohl, also bei Pokémon Schwert muss ich sagen, da ist meine das stimmt die Meta-Kritik sogar relativ mit meiner Wertung überein. Ja. Da Meta-Kritik von 77 hat, Kabasim Purpur, ist auf jeden Fall niedriger als andere, als die meisten Pokémon-Spiele. Als fast alle. Eigentlich. Ah, danke, dass du den Geist besiegt hast. Clever, ich darf dich doch so nennen, oder? Nein. Nicht nett, Mon Giovanni. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Ach so, okay, dann tut's mir leid. Das ist natürlich... Meine Bitte an dich, Hund. Kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Ah ja. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer
um wieder hierher zu kommen, okay? Okay. Kann ich da nicht raus? Schade. Ja, auch nicht. Nö. Gut, dann gehen wir halt durch diese. Die Schatztruhe. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte wieder raufgehen? Ja, loslassen. Okay, das. Das sieht seltsam aus, aber passt. Oh, die Ratten. Ah, das ist ja wie die Dark Souls Untiefen. Nur, dass die Ratten nicht so richtig. Nichts drauf haben halt, ja, nichts drauf. Ja. Apropos Dark Souls, wie weit bist du bei Elden Ring, Kilia? Lass mich raten. Nicht arg weiter. Ach, ich lasse dich jetzt einfach. So. Nee, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Wenn ich mich nicht vollkommen irre. Achso, du musst es extra so, okay. Ah. Ja, als Frontier. Ja, Pokémon wird immer hochbewertet. Also, gut, die Diamant-Pearl-Remakes da. Die wurden mit 73 oder so bewertet, ne? Aber sonst wird Pokémon eigentlich nie ultra schlecht bewertet. Guck mal, Snap oder so, die haben auch voll hohe Wertungen, glaube ich. So, möchte ich von hinten. Ne, ich mach's einfach so. Das passt schon. Achso, ich kann mit das Fähigkeiten gerade gar nicht so richtig nutzen, ne? Weil die so angeschlagen ist. Naja. Ich bin schon gewundert. Ja, ja. Du. Ach komm. Kann schon nix. Ich tue eigentlich keiner Spinne was zu, leider, aber hier. Halt schon. Gut. Gerade das so ein Totenkopf zerbissen, ne? Sehr schön. Max Pokémon-Wertungen. Nächstes Pokémon spielt Top-Spiel bei ihm. Ja. Achso. Nee, 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 warte. Da ist genau so ein Stock hier. Der Stock. Der Stock der Wahrheit. Nee, Stab der Wahrheit. Stock der Wahrheit klingt noch unwichtiger, ne? Stock. Ein Stock der Wahrheit. Kann ich damit angreifen? Nee. Hat sich geklärt. Jo. Ja, was diese Totenschädel da zerbrechen. Einfach zerbeißen. Mhm. So. Ja gut, ich brauche keine Juwelen. Ich brauche keine, nee. Rich Wolf bin ich, ne? Ich bin ein Rich Wolf. So sieht das aus. Okay, ich brauche hier wieder eine Fackel. Ich glaube, ich tue hier mal alles anzünden, weil könnte ja hilfreich sein. Ja, vor allem er gibt Pokémon Sonne und Mond so eine mega hohe Wertung. Obwohl er eigentlich selbst sagt, dass er die Spiele zwar nicht hasst, aber auch nicht übermäßig mag, so viel ich weiß, ne? So normal halt, ne? So nicht rennen mit denen. Oh Mann. Oh. Gut, ich kann nichts mehr anzünden. Gut, dann geh halt. Ich weiß nicht, ob ich so hoch kann. Geht's? Ja, okay, doch, es geht. War ich mir unsicher. Passt. Ich finde die Musik gerade übrigens schön. Nicht so. Sehr mystisch. Aber ich glaube, die hatten wir schon. Da hatten wir die sogar am Anfang des Streams. Ich glaube, da war es eine andere. So, hier war aber sonst nichts, ne? Nee. Gut. Ist auch in Smash. Ah, okay. Ich habe in Smash und der Arena immer dasselbe Ding-Theme. Dasselbe Arena-Theme halt, ne? Und Fire Emblem. Wie heißt's? Between Heaven and Earth oder so. Und da hat mich mal jemand gefragt, so, wann bist du Fire Emblem-Fan? Ja, ich sage, ja, ich muss ja kein Fire Emblem-Fan sein. Ne? Ich finde die Musik geil. Ich will die jetzt zerstören, so. Okay. Die Musik ist einfach nice. Ne? Und das Spiel hat sicher auch weitere gute Soundtracks. Ja.
So viele Rubine. Hoffentlich wird bald das Limit erhöht. Wahrscheinlich schon. Ich denke mal, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss hier wahrscheinlich graben, das sieht stark danach aus. Oder? Ja. Gut. Die Musik. Oh, muss ich jetzt schwimmen? Ne, kann schon gar nicht. Da kann ich nicht tauchen, auf jeden Fall. Ja. Es wird mit natürlich einmal nicht riezen, ne? Aber jetzt haben wir auch Mitleid. Doch, hier waren wir doch. Also, das kommt mir jetzt bekannt vor, aber ne, ich glaube, das war im Schloss. Das ist aber doch was anderes. Ja, ja, doch, doch. Das sah nur so ähnlich aus. Das kann eigentlich nicht hier gewesen sein. Da gab es doch diese Seile noch nicht. Warum man die jetzt aufgespannt hat. Wie präzise wird da auch drüber. Also. Ja gut, ne? Aber wenn es geht, dann geht's. Hältst du dich bitte mal oben? Danke. Oder auch nicht. Was? Ich warte, passt das an. Ah, du meinst, dass jeweils, dass jede Konsole jeweils ein Spiel hat? Eine Wertung oder wie? Oh, oh, so, nee, meinst du Frontiers? Das kann sein. Ja. Ja gut, bei der PS5 ist jetzt halt God of War, God of War auch sehr präsent, ne? Was mich auch interessiert, aber für die Zukunft halt, ne? Joa. Das kam auch noch für die PS4 raus. Ja! Ey. Das war wieder super. Nicht Frontiers. Hm. Auf jede Konsole und PC. Was könnte es denn sein? Das kam dir doch alles raus. Keine Ahnung. Das ist der Dark Picture Spiel. Ja gut, das kommt ja nicht für die Switch, ne. Ich frage mich, ob das geplant ist, ne? Until Dawn gibt es auch nicht für die Switch. Hm. Frage ist, wie das dann läuft. Läuft, ne? Persona 5, aha. Okay, ja, das ist auch beliebt, ja. Hab ja auch viele Leute gesehen, die es gestreamt haben. Nachdem das rauskam für die anderen Konsolen. Ach, na, ich mag den... Nein! Ah! Boah, bist du... Oh. Das hast du echt gut gemacht. Das hast du wirklich mit Bravour gemeistert. Ohne Witz. Beide auf Platz 1. Mhm. Was da. Warum mache ich das eigentlich? Ja, war es daran so schlimm? Hat das Spiel ein PS5? Achso, ich dachte, du meinst Persona 5 auf Platz 1. Elden Ring. Da hätte ich jetzt God of War gedacht. Rare, warum sag ich God of Rare? God of Rare, genau. God of Rare. Ja, God of Rare ist schon ziemlich beliebt. Oh gut, Elden Ring natürlich auch, ne? Das natürlich auch. Aber das ist immer noch so sehr präsentisch. E.T. Ah, gibt's da eine PS5, eine PS5-Version jetzt? Ah, okay. Geil. Und ich mit 4K und 120 FPS. Da hätte ich Bock drauf. Ach so, würde ich dir nochmal. Würde ich bei gewissen Spielen auch machen, ne? Wenn ich kein Update bekommen würde.
Ja. Warum nicht, ne? Obwohl, wie viel kosten Persona 5? 60 Euro, ne? Ist ja Vollpreis. So viel ich weiß. Ja. Doch, 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 doch. Ja, ja, doch, doch, doch. Das war die Stelle. Das war die Stelle, wo wir waren im Tutorial. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Ja. Also hier waren wir auf jeden Fall. Das ist schon sehr lang her. Im ersten Stream. Deswegen. Ja. Das waren Zeiten, ne? Wo ich überhaupt noch nicht Zelda erfahren wollte. Jetzt bin ich immer noch nicht erfahren. Nee, überhaupt nicht. Aber egal. Da gehe ich nicht drüber, ne? Ich glaube, wir sind noch genau denselben Weg entlang gelaufen hier. So viel ich weiß. Ja, oder? Ich gehe davon aus. Ich muss gucken, wo wir hier nochmal lang gelaufen sind. Achso. Wie fassen. Was ist das nochmal? Achso, ein Tor. Ich denke gerade, ja gut. Ja! Achso, das geht. Oh. Okay. Was sind noch hier? Das war Vorrang. Okay. So, ja gut, dann gehen wir natürlich noch zurück. Wenn das geht. Wenn du nochmal kommst. Ich glaube nicht. Naja, war das jetzt echt nur... Okay, dann halt nicht. Dann... Nicht. Na! Honk, ja. Oder auch doch. Gut, dann machen wir das jetzt. Ohne dich, ohne dich. Da! Das war auch mega. Mega gut. Ja. Jetzt komm doch mal irgendwie. Und nochmal. Und gleich nochmal. Nee, jetzt nicht. Ey, wenn du mich jetzt. Dankeschön. Nein! Man tut aber so nach vorne stoßen, ne? Und das ist schon gefährlich. Gerade hier. Gerade hier ist es schon sehr gefährlich. Vielleicht habe ich auch einfach den falschen Save-File geladen und wir sind jetzt einfach wieder am Anfang des Spiels. Ne, man sieht es ja mit, ne? Ja. War ja auch ein Joke. So, hier muss ich aber rüber, ne? Ja. Hat in dem Fall nichts gebracht. Ne, aber es war eigentlich schon ziemlich viel da, was Rubine angeht, aber egal. So. Ja, es sind noch dieselben Gegner, die mich damals auch das Dach runterstoßen wollten. Ja. So. Ja, hier war ja auch Zelda jetzt, ne? So wie ich weiß. Sind wir hier richtig? Oder in der Nähe? Euch. Verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der vor ihr liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann.
Prinzessin, ich bitte euch, müsst Harry von seinem Fluch erlösen. Ach, ich dachte, er mag das so. So als Wolf ist doch gar nicht so schlecht. Was ihn bindet, also, sagt sie, ne? Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. Schon seit Anfang des Streams so gesehen. Schon am Ende vom letzten Stream so gesehen. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, so existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird das Böse bannen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals... Ja, das, so hat natürlich Zelda nicht gehustet. Werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Harry, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Oder hast du das jetzt... Weil sie gerade so gekeucht hat. Wie du bin ich auch von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Harry? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Dir, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Wisst ihr, Midna? Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. So viele Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, Midna, nehmt dieses Geschenk an. Frohläufiges Weihnachtsgeschenk. Nein, wenn ihr das tut... Ich hab's gerade nicht lesen können. Harry, halt sie auf. Weg ist sie. Wir müssen zurück, Harry. Zurück in den Wald von Firone. Sie ist einfach tot. Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall so glauben. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Gut, sieht so aus, klar. Aber irgendwie, naja, kommt sie ja schon noch vor. Deswegen hat es mich gerade nicht so schockiert, weil ich denke so, ja, das kann nicht sein. Oder vielleicht ist es später ein anderes Zelda, wer weiß. Oh. Eine schöne Form. Ah ja.
Ist jetzt fortan Weißbrot. Okay, ich verstehe, was du meinst, Jan. Okay, jetzt sieht alles schon wieder ziemlich... alles ein bisschen freundlicher aus, ne? Ah, jetzt geht es auch wieder, genau. Das ging nämlich gerade nicht schnell. So. Ja. Okay, das bleibt jetzt auch so. Okay, wir sind also auch jetzt tagsüber noch als 12 unterwegs. Wie es aussieht. So, kann ich dich noch ansprechen, ne? Na, sag auch schon mal. Wald ist von... War das der Wald, wo wir am Anfang waren? Oder... war das ein anderer? Der Wald von Fyrone. Oder Fyrone. Tyrone. Woher kommt mir das Wort Tyrone bekannt? Boah. Ah, okay. Aber ich glaube, ich kann mich da nicht hinwarpen, oder? Oder doch? Ah, doch. Okay. Dann ist ja gut. Wald gibt es da zwei. Ich gehe jetzt einfach. Einfach mal in den Wald nehmen. Achso, ja, stimmt. Ist ja kein Sonic Unleashed. So. Wir sind jetzt am Anfang von dem Wald, ne, wo wir vom Dorf halt reinkommen. Genau bei dem Schrein hier. Bei dem Schrein. Hier halt, ne. Wo der eine Lichtgeist kam. Es gab aber eine Stelle, wo wir noch nicht weiter kamen. Auf dem PC gezockt. Ein Emo. Hier ist 3 Emo, oder? Xbox. Kann man machen, ist aber schon nicht so einfach, sowas zum Laufen. Also ich habe es auch mal versucht, aber es war mir dann doch der Aufwand nicht wert. Schon noch irgendwas, das... Nee, okay. Muss mal kurz meine Nase schnäuzen, ne? Aber ich mute mich. Muss man nicht hören. Xbox, das setzt sich immer. Ja, da habe ich auch mal einen gehabt. Ich war da schon ziemlich weit. Bei PS3 irgendwo ist das schwierig, weil du da irgendwie... Da musstest du irgendwie ganz verschiedene Dinge noch runterladen, damit das überhaupt ging. War es mir der Speicherplatz nicht wert. Kann ich das schon kaputt kriegen? Und zwar mit den... Kann ich die verwenden? Also die... Achso, du kannst ja... Ach, ich bin da dumm. Du kannst ja dann... Ja, gut. Wir können unsere Waffen ja schlecht einsetzen, ne? Hab ich jetzt nicht dran gedacht. So, ja, okay. Kommen wir wieder hier hin, ja. Da wird es in einen Affen befreit, aber ich weiß nicht. Und da war der Schrein. Wo ging es denn da lang? Einfach nochmal kurz schauen. Oh, ich würde Unleashed so gerne auf der Series S spielen. Oder natürlich auf der Series X, aber das ist mir halt... Wenn mal jemand einen schenken würde, ne? Spaß. Alles gut. Aber so langsam... Ja gut, ich sag's jedes Mal. Ne? Aber hier muss man auf jeden Fall nicht lang gehen.
Series S würde ich mir echt kaufen, ne? Ja, die PS4 war ja auch nicht abwärtskompatibel. Zur PS3. Ja gut, also ich denke schon, dass sie das hingekriegt hätten. Aber sie wollten es halt nicht. Die müssen es ja doch irgendwie wissen, wie sie es mit ihrer Konsole machen. Aber, ja. Ist auf jeden Fall sehr schwer zu emulieren, ja. Einer der schwersten. Denke ich. Oh, Nikando, kannst du versuchen, eine PS5 zu emulieren, dann kannst du von Tears zocken. PS5-Emulator. Easy. Schafft doch jeder PC. Ja. Würde ich sagen. Mhm. Gibt's bestimmt auch schon. Also eigentlich ist ja jeder Emo sozusagen. Also die ROMs sind ja eigentlich nicht erlaubt, ne? Auch bei alten Sachen, ne? Aber bei so neuen Spielen, da ist es dann auch wirklich verständlich, weil die ja wirklich aktuell dann noch verkauft werden. Da würde ich sagen, ist es dann noch mehr unerwünscht. Als ohnehin schon. Ja, das wird meiner, glaube ich, auch nicht richtig packen. Ja, mit vielen Lags. Ja. Ja, ja. Der 3DS Emo hat ja auch schon bei mir geleckt, wo ich es ausprobiert habe. Aber das lag vielleicht auch am Emo. Ach, PS6 Emo bin schon dran. Ach so. Okay. Sag wieder Frank. Nee, hier schon mal nicht. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Ja, obwohl, da ist so ein. Da ist so ein. Zeichen. Da ist ein Zeichen, ja. Was sonst? Hier bin ich wieder im Heimatdorf. Ich gehe jetzt mal dahin, weil. Obwohl, kommst du da durch? Hast du. Das ist ja Gift, ne? Wie ist denn das? Kommen wir nicht, nein. Alles klar. Ja. Ich weiß, wie wir damals hier durchgekommen sind. Achso, wir müssen ja hier irgendwo umher springen. Aber. Irgendwo hier, irgendwo auf den Ästen kann das sein. Oder soll ich mich doch woanders hinworpen? Hier vielleicht. Ja, das wäre gut. So machen wir es einfach. So. Gut. Ich denke jetzt mal. Ist da kein Verkäufer mehr da? Also du. Wenn jetzt Zumutung hier jeden Tag im Laden zocken. Tja. Man muss halt ein bisschen Geld verdienen, ne? Oh. Wie sehen denn die aus, ey? Eieiei. Die erinnern mich an diese einen Gegner aus der Subraum irgendwie sehr. Diese Marionettengegner, ne, die an so Fäden hingen und dich immer so schlapphaft angegriffen haben. Mit so Laucharm, so. Wuff, wuff. Aha. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Das wurde uns gesagt. Aber, tja, da das wirklich da ist, wissen wir nicht. Das müssen wir herausfinden. Warum gehe ich jetzt auf jede Pflanze los? Ich bin doch eigentlich Vegetarier. Oh. Eieiei.
Was hast du gerade? Du hast gerade irgendwas aufgemacht, ne? Ja, ich glaube, das war irrelevant. Ja, ja, ja. Doch ist hier der Prinz mit dem grünen Gewand. Ja! Ja! Ah, hier, okay. Ja, ja, ja. Wir sind gut befreundet, ne? Ich und der Held im grünen Gewand. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wer, sorry, sollen wir uns mal ansehen? Klar. Das machen wir doch gern. Was ist aber denn jetzt, ey? Tja. Der zieht schon ein bisschen sicher aus, ja? Na, obwohl. Eigentlich nicht. Hier war nie ein Verkäufer. Hm. Echt? Oh nein. Wen habe ich dann gedacht? So. Muss mich auf den Wind verlassen, ne? Mhm. Na gut. Das, ist halt jetzt so. Oh, hat mich doch erwischt. Oder das war ich. Drei, das geht aber bei Nikon auf dem PC. Ja, ein Schaffbeiner das wohl auch. Aber lag's halt im Emo. Oder darum. Damals. Ja. Habe ich auch bei dem gleichen Spiel getestet. Wo ich auch vielleicht die Randomizer dann irgendwann machen will. Liegt noch weit in der Ferne, ne? Aber. Ah. Aber ja. Es ist eigentlich nicht, nicht so schwer. Hm, nee, das war's nicht. Oder? Oder? Nee. So wie... Ah, okay. Das mittlere habe ich vergessen. Ich gehe, falls willst. Ja, ja. Aber das hat noch sehr viel Zeit. Willst du nochmal hören? Ja. Wunderbar, ne? Akkurat. So singe ich auch im V-Live. Ja. Schade, dass ich die ganzen Soundtracks nicht kenne. Heulen im Stimmbruch. Mhm. Du musst Holz eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert der Hand sollst du nach mir suchen. Okay. Verstehe. Achso, ist. Okay. Ich muss also zu zwei Lichtwölfen, was auch immer. Ja. Zu zwei muss ich hin. Mhm. Gut. Dann haben wir das auch. Aber ich kann halt direkt hier weiter. Wunderbar. Dann ist ja gut. Was haben wir hier? Achso. Ja, da wollten wir eigentlich hin, ne? Der heilige Hain. Ach, direkt nochmal. Gut, da ist auch ein Hyrule-Zeichen drauf, ja. Okay.
Wieder voll verkackt, wie man es kennt, ne? Na. Komplett. ich bin da so ein Honk drin, ne? Nein, 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 nein. Nee. Zeig's mir bitte. Nein. Zeig's ruhig ganz. Okay. Nee, auch nicht. Ja, zeig's doch nochmal her kurz. Nein. Warum zeigst du es nicht? Doch jetzt. Das ist eigentlich so easy, ne? Ja. Die Mucke. Wo ist eine Mucke? Okay, der war schlecht. Kam mir bekannt vor. Ja. Vielleicht ein wichtiger Soundtrack, den man öfters hört. Wie bitte? Der spielt mit einem Laubgebläse. Ja, den Soundtrack kenne ich jetzt auch. Das ist. Ihn kenne ich auf jeden Fall. Mhm. Ey, ey. Mit dem Lächeln, ey. Das sieht schon ein bisschen crazy aus, ne? Ja. Die Kamera hat mich gerade so verwirrt, ne? Mache ich jetzt einfach so einen Schuss. Ja. Das erinnert mich aber irgendwie auch an den Kirby-Soundtrack. Kommt hier unendlich, kann das sein? Ja. Ja, keine Ahnung, es könnte auch ein Kirby-Soundtrack sein. Das kann nicht erklären, warum, aber... Das erinnert mich an ein Kirby-Spiel auch. Vielleicht kam der auch in einem Kirby-Spiel vor, wer weiß. Vielleicht gab es so Crossover. Hm. Ja, Kirby My Zelda. Ist auf jeden Fall interessant. Wie der Gegner so direkt neben mir steht. Das ist gar nicht irgendwie. Weiß ich nicht, ne? Was ist eigentlich dieses Abzeichen da neben eurem Namen? Bei mir war das nämlich auch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ja, gut. Hm. Moments Batch Tier 1. Wir haben Stream mal gucken. Ist irgendwas. Da wird sicher irgendwas hinzugefügt und ich kann da was einstellen dann auch. In den nächsten 10 Minuten nicht durchkommt. Oh je. Ach so, Moments. Ach, deswegen. Ah. Okay. Interessant. Ja. Sorry, auf normalem Wege schaffst du das nie. Bilde einen Bandkreis, mach sie auf einmal fertig. Das habe ich schon einmal gemacht, ja. Ja, aber danke. Das ist mir nochmal ein Sack. Tschüss, Otz! Der Vorhersage. Gut. Ach, die Rubine, ich würde die. Warum zählen die nicht? Oh Mann. Das regt mich echt auf, dass sie nicht zählen. Aber na gut. Aber na gut, halt nicht. So. Jetzt bin ich gerade. Bist du nicht gerade hier irgendwie rausgejumpt oder so? Ja.
Kannst du aber nicht irgendwie... Nee, wir können nicht klettern. Warum können wir jetzt nicht klettern? Keine Ahnung. Was für ein Ding das ist. Ja, fahren wir das noch? Wenn du jetzt diese Kreatur hier meinst. Lass mich doch. Ja, easy, ne? Aber wo bist du denn hingegangen? Du bist doch hier. Hä, war da nicht ein Durchgang gerade? Ich glaube nicht. Achso. Ja, wenn es nicht erreden wird, dann kann ich nicht gern sagen. Ja. Wie wühlen oder. Achso. Das kann sein. Ich habe auch nichts, okay. Swallow Kit. Ein Swallow Kit. Das habe ich sicher mal gehört. Ja, doch, irgendwie schon. Aber. Es war jetzt ein Swallow Kit. Sag mal, muss ich doch irgendwie alle besiegen oder muss ich warten, bis ganz viele auf einmal runterfallen und dann muss ich alle besiegen oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, irgendwie. Ne? Tja. Jetzt. Zeig mir mal den Weg hier, so. Zeig mir bitte mal aus Versehen den Weg. Macht ihr, glaube ich, nicht. Ja, wo ist der denn nochmal? War da nicht gerade ein Durchgang, oder? Oder ist der irgendwie zurückgelaufen? Moment, ich schau mal kurz. Skalkit. Nee. Nee, da war ich fort. Oder? Nee. Ich bin da gerade reingekommen. Nee, da war doch dieses Pfeifgedöns da. Sollgedöns. Wie geht's denn hier weiter? Sehr schön. Ach so, hat sich da hinten noch ein Weg geöffnet. Ja gut, das kann natürlich sein. Jetzt mal ganz... Oh, ihr seid so schnell. Tschüss. Ach, hier. Mhm. Ja, ihr wollt auch mitkommen, ist okay. Könnt ihr machen, aber... Aber, nein. Einfach nein. Ja, gut. Ja, also... Wenn das so passt, würde ich sagen, ich... Also, ich will nicht so lang, also... Er macht schon natürlich Spaß, aber ja, ein bisschen will ich meine Stimme dann auch schon, weil die schon sehr angeschlagen, also ich spreche auch ziemlich leise, deswegen, ja, so leiser als sonst, deswegen habe ich mein Mikro auch direkt vor der Nase, naja, mehr vor der Nase als sonst auf jeden Fall, Ich hab's doch auch nicht, nee. Alles mehr. Ja, gut. Das klingt weder entspannend noch spannend noch was weiß ich. Weder entspannend noch spannend, ja. Keine Art von Spannung. Das klingt ja unangenehm.
Okay, nee, hier oben kann er auf jeden Fall nicht sein. Nicht wirklich, nee. Okay. Da. Geht's denn hier neben und hier bin ich wieder am Anfang. Ja, jetzt geht doch mal. Lass mich in Ruhe. Da gerade war eine Biene. Also sonst die Tage nochmal Bock auf den Dom zu gehen. Ja, gern. Wann gehe ich denn? Ich komm mal kurz vorbei. Ich komm mal kurz vorbei. Nee, wenn ich sonst irgendwann mal noch in den Norden reise, ne? Also weit weg halt. Dann werde ich nie wieder den Nahverkehr nehmen. Weil das nicht klappt. Es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Gut, es waren auch spezielle Zeiten, ne? Klar, aber auch sonst ist es wirklich. Weil umso mehr du umsteigen musst, umso mehr ist die Gefahr, dass sich die Verspätungen halt aneinander reihen, ne? Muss man denken. Ja. Und ich bin ja dann letztendlich von Hamburg nach. Na, Stuttgart dann durchgefahren. Ja, jetzt geht doch weg. Kommt mal alle hoch. Kommt ihr da nicht hoch? Oh, ist halt so. Ach so. Ja, genau, das Geräusch hat mich gerade irritiert. Ne? Aber dann ist es ja gut, wenn man es hört. Ja. Dann passt's. Ja, passt. Okay, das heißt, es werden nicht zwingend irgendwie Türen geöffnet, sondern der läuft einfach woanders hin. Okay. Boah, die killen mich jetzt noch, ey. Ja, keine Juwelen schon dann. Ruhig mal ein paar Herzen, ne? Ich stelle dazu. Achso. Wenn ich das alles dazu zähle, war ich sicher 14, 15 Stunden unterwegs. Aber hätte ich keine ECE genommen. Oh, jetzt, warte, ich muss wieder die Orientierung finden. Dann, naja. Wären es ungefähr 24 Stunden gewesen. Oder so. Wer weiß, was da noch alles dazu käme, ne? Ich hatte aber auch mega Pech an dem Tag. Da kam ja alles zusammen, was Spätungen und Ausfälle angeht. Das war ja echt. Boah. Da kam ich da alles vor. Und das ist dann auf einen Schlag. Mei. Ja gut, die Hinfahrt war natürlich auch. Auch jetzt nicht so schön. Also jetzt. Nach Niedersachsen auch schon mal. So, Moment. Jetzt wieder die Türen da, ja. Komm ich. Diese Gegner müssen genervt werden. Genau. Wann bin ich angekommen? Im ICE um 19 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, glaub. Ja, 14 Stunden. Kommt hin, ja, logisch. Ich habe dich gehört, ich habe dich ertappt. Logisch.
War auf jeden Fall nicht ganz... wahrscheinlich da oben ist, ne? Shit, die killen mich echt noch. Weil die so nervig sind. Ich warte auf die. Ich warte auf dich. Oder auch nicht. Doch. Jetzt gib mal ein paar Herz. Ja, dankeschön. Ah. Ich beschwere mich einfach über Rubine, ne? Das ist schon... Welche Bahn haben wir denn? Gut, ich könnte natürlich auch sagen, ich nehme einen Flixbus, aber... Ich bin schon mal eine lange Strecke mit dem Flixbus gefahren und... Ah, das war überhaupt nicht schön. Weiß ich nicht, ob ich... Billig wäre es natürlich auch. Und ich fahre halt mit dem Auto. Aber das wäre natürlich nicht billig. Das wäre die teuerste... Die eindeutig teuerste Variante. Momentan. Momentan auf jeden Fall schon. So. Gut, wo bist du jetzt hingelaufen? Bist du wieder... Ganz am Ende war ich schon. Ja, hier oben war ich auch. Der schickt mich hier hin und her. Zum verrückt werden, ne? Nach Stuttgart-Heidelberg. Ein Flixbus. Ach so. Ja. Ja, das ist okay. Das ist dann doch noch okay. Ja, nein. Ah, jetzt wird's geöffnet. Kann das sein? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, genau. Ach, die erinnern mich an Emil aus Nier. Mhm. Auf jeden Fall der eine, der School Kid oder wie er heißt. Ich bin ein bisschen an Emil. Aber guck doch ein bisschen diabolisch. Emil guckt ja nicht. Emil ist ja auch nicht diabolisch, ne? Ist er ja nicht. Er guckt halt, wie er guckt. Oh, jetzt nicht so teleporten, bitte. Das ist Lost in the Lost Woods. Eine Armee an Klonen. Ne, ich meine schon den Original Emil, also wo er halt schon so aussah, ne? Wie seine Schwester. Vom Gesicht her. Irgendwie der, also ich stelle mir bei dem erst so eine tiefe Stimme vor und der macht immer hey. Der ist so eine Mittnerstimme. Aber der hat Spaß. Mhm. Ja. Genau so aus wie er. Was hat er denn eine Armee aus Klo? Meinst du, das ist ein Secret, was da aus Nier Automata oder wie? Mein gibt's ein. Ich gibt einen Boss in Nier Automata, den ich mir angeschaut habe, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich an den. Ich kenne einen Emil-Boss. Aber einen, der halt ziemlich, wo Emil halt klein ist, ne? Und es gibt einen, wo Emil riesengroß ist. In der Wüste. Und ich weiß nicht, wie ich. Ich hatte einen ganz anderen Boss. Also ich hatte quasi den gleichen Boss, nur halt ohne. Ohne die Emil-Faces da.
Muss man wohl irgendwie eine andere Story machen oder so. Wie ich das, wie ich es irgendwie gelesen habe. Hihi, fang mich doch. Gerne. Ich fang dich doch gern. Haben wir Sound Delay? Nö. Nö, okay, passt. Hatten dann ihre Roboter da noch eben. Bisschen designt. Aha. Aber die Lore ist so kompliziert, die müsste ich mir mal ausführlich nochmal angucken. Allgemein mal wieder in die Automata spielen. Weil das ewig her ist. So, oh, was ist man denn hier? Wir hatten es gerade von Nier, ne? Und das erinnert mich jetzt an diesen Himmels... an diesen einen Tempel da. Ne, nicht Himmelstempel. Einer Tempel da, wo man zum Finale auch kam. Nicht zum Route-E-Finale, sondern zum normalen Route-A-B-C-Finale. Hey, Christina oder Ristina? Einen schönen Abend wünsche ich dir. Hallöchen, willkommen zu Twilight Princess. Das sind auch sehr schöne Statuen. Wie ich finde. Gut, gut. Vor allem, wie mit der jetzt wieder gleich drauf ist, die Woche, ne? Jetzt gehen sie wieder so rum und ist wieder genau gleich drauf. Hat alles hinter sich gelassen. Ja. Einfach alles hinter sich gelassen. Naja. Es sei wie es sei. Nee, geht nicht. Ja, ich sehe da was. Aber da komme ich so nicht hin. Oder so? Irgendwie dagegen? Nee. Na gut. Ja. Was steht denn da drauf? Können wir nicht so ganz lesen, glaube ich. Nee. Müssen irgendwas mit diesen Statuen vielleicht auch machen. Mit der Gegenhauen gegen diese mächtigen Statuen. Aber ja. Ah. Hatten wir ja gerade auch den Soundtrack. Aber da war es auch so eine... Da war so ein Hyrule-Zeichen drauf, deswegen wahrscheinlich. Oh, hier hat sich ja ganz schön was verändert. Wir sind die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dieser Weg in den Heiligen Hain. Erschlossen. Was? Aha. Wildes Tier, das zu uns spricht. Zack, was ist dein Begehr? Ja, weitermachen. Ach so. Ah, verstehe.
Verstehe. Oh je. Ja, gut, klar. Einen kriege ich hin. Das sah sogar... Das sieht sogar ziemlich gut aus. Aber, ne. Na, nee, da trifft er die... Ach, scheiße. Da war der Haken. Mhm. Da ist der Haken. Ja, ich führe jetzt zusammen, so. Mua. Ah, ich stehe trotzdem jetzt hier. Ah, das ist natürlich gut. Das ist gar nicht schlecht. Ah, ja. Ich muss einen irgendwie umdrehen. Deswegen sind auch die Plattformen da. Mhm. Der muss irgendwie so rumgehen, ja. Okay, ja. Oder auch nein. Tut mir leid. Okay. Ja, es ist wieder dasselbe Problem. Mhm. Komm ich nicht hin? Ey, habe ich mich softlockt? Neu starten. Ich komm da, ich kam da nicht mehr raus. Toll. Wie ist mir auch schön durch meinen Hintern dagegen strecken, ne? Geil. Ich weiß, was ich mache. Ich drehe den jetzt auch um. Wenn ich das so hinkrieg, krieg's nicht so hin. Okay. Doch. Doch. Nein. Nee. Das geht nicht. Ja, und jetzt ist die falsche... Doch, doch, es geht. Mhm. Ja, ist schon mal gut. Ja, ist gut, dass du da so stehen bleibst. Nein! Ah, verdammt. Da war es die falsche Richtung. Tja. Nicht so leicht, ne? Sie auf diese Schalter bringen. Ja, genau. Exakt, fun. Wenn du mal kurz darüber springst. Gehst du hier so? Ah, nein, das ist die Ver... Oh, nee, jetzt bin ich da wieder so... Oh. Da darf ich nicht hin. Das komme ich da nicht mehr raus. Oh. Das ist sad. Da gibt es sicher... Also, ja, wenn man es oft macht. Ich weiß nicht, mit wie vielen Zügen das geht. Tja. Nein, 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 nein. Du, okay, du gehst ganz nach unten. Ja. Jetzt wieder ganz alle uns. Ich stöhne da wieder rum. Na. So. Ja gut, da bin ich aber wieder bei derselben Situation wie gerade. Hm. Ja, jetzt treffen die aufeinander. Mhm.
Da habe ich einfach zerstampft. So kam es mir auf jeden Fall vor. Geh mal auf die andere Seite, aber es macht eigentlich, ich glaube, wenig Unterschied. Warum mache ich das überhaupt so? Tja, das ist die Frage. Warum ich das so mache? So. Okay. Ist das die falsche Richtung? Ja, das ist halt das Problem. Ja. Schon die Richtung? Ah, da tue ich gleich wieder einkesseln. Da muss man echt aufpassen. Ist das nicht passiert? Nein. Okay, ja, das ist gut. Ja. Ja, dann springt er auch wieder zurück. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich gerade so hier versuche. Wird schon irgendeinen Hintergrund haben. Ist gerade gut. Ja, wir kommen zurück, Nikan. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ah! Ja, aber die Richtung stimmt wieder nicht. Na Mann. Gehst du mal. Dann kommst du nicht gerade aus. Ja, doch, kannst du schon, ne? Ach, damit, ey. Ich glaube. Oh, das ist gut. Das ist gut. Was? Sie standen gerade perfekt. Wie, wo, was? Weiß Obi. Welche Situation meintest du? So, das sah aber auch ziemlich gut aus gerade. Weil ich will es mir jetzt nicht wieder versauen, wenn es gerade schon perfekt war. Jetzt, okay. Jetzt stehen sie perfekt. Ich kann ja nur in eine Richtung gehen, sonst bringt es doch gar nichts. Sonst prallen sie gegeneinander. Ich kann eigentlich nur das machen. Ja. Ah, das ist. Aber dann. Prallt ihr auch wieder gegeneinander? Oder? Ja. Jo. Ach so, stimmt, das ist ja egal. Ich bleibe trotzdem da. Stimmt. Nein, 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 nein. Eine Idee? Ah, jetzt bekomme ich den nicht mehr so zurück, oder? Oder? Na, ich glaube nicht. Ach, shit. Ich glaube, das geht jetzt echt nicht mehr. Oh, nee, jetzt hatte ich gerade voll die Idee, aber. Oh. Ja, das. Einen hätte ein bisschen in die Sackgasse gehen müssen. Jetzt hat er mich. Jetzt komme ich da nicht mehr raus bei dem. Ja, das ist blöd. Hm. Nö, ich komme da echt nicht mehr. Ah, das ist so oft passiert jetzt. Das gibt's nicht.
Die darf nicht wahr sein. Was steht da? Für Licht sehen, ach so. Ja, mach halt nochmal neu. Nein, neu. Aufgeben tue ich auf jeden Fall nicht. Jetzt versuchen wir wieder so. Es war auf jeden Fall ein guter Ansatz. War ein guter Ansatz schon mal. So. Mhm. Ja, das ist einfach nur rumprobieren bei mir, ne? Ich habe jetzt kein Muster wie beim Schach im Kopf, wo ich das und das und das in der Reihenfolge mache, ne? Ah, sieht immer so knapp aus, aber dann auch irgendwie nicht, ne? Aber so war ich, da war ich auch gerade eben. So einer ähnlichen Lage war ich auch. Glaube ich zumindest. Na? Ja, jetzt sind sie wieder so. Das bringt mir nichts. Das bringt nichts. Jetzt aufpassen, sonst hat er mich wieder gleich eingekesselt. Mann, ey. Soll ich so die Seiten wechseln vielleicht? Nee. Oder? Doch. Nee, ah, das geht nicht. War kein schlechter Ansatz. Aber auch kein sehr guter. Wenn die kein das Muster so im Kopf hat, ne? Ich hab eine Idee, wie sie stehen könnten. Jetzt komme ich wieder nicht raus. Jetzt habe ich's. Ja, es ist also fast, ne? Aber ich komme halt nicht raus. Eigentlich, ja. Shit, ne? Schon noch ein paar Versuche selbst. Na, dran war ich jetzt zweimal schon. Denke ich. Denke ich zu sagen. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich die Seiten gewechselt, auch schön. Sehr schön, ne? Ja, das hat jetzt halt erfolgreich nichts gebracht. Das ist schön. Überhaupt nichts gebracht. Echt, das ist das Schwierigste. Okay, na gut. Ja, muss ich mich ja nicht schämen, wenn ich hier lang brauche. Oh, jetzt hat er mich wieder so. Oh Mann. Hm.
Zählst du zu den Schwierigsten oder ist es das Schwierigste? Ja, das war jetzt... Ich glaube, nach dem Rätsel muss ich aufhören, sonst wird es nichts mehr mit meiner Stimme hier. Stehen sie wieder so wie gerade eben, hä? Ja. Das bringt nichts, nein. Es bringt nichts. Erfolgreich auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Dann probier es aber wieder so. Der Taktik, dass ich den irgendwie umdrehe. Aber das will so auch nicht. Obwohl. Jetzt kommt er da nicht voran, ja. Ja, aber dann. Na. Ah. Oh Mann. Es sah schon echt nicht schlecht aus. Ah. Könnt jetzt Late-Musik einfügen. Ich muss es schaffen, dass die beiden auf diesen äußersten, also bei diesen äußersten drei Plattformen, da müssen die stehen und von diesen drei Plattformen müssen die auf der ersten, auf der vordersten stehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also jeweils die äußersten drei Plattformen und da müssen sie auf, da wo halt der linke jetzt gerade steht. Da muss der rechte auch stehen. Dann, geht's. Aber wie kommen sie dahin? Das ist die Frage. Der linke, der ist auf jeden Fall da. Da geht er auch nicht mehr weg. Nein, 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 schon bin ich ja wieder eingekesselt. Nee, 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 nee. Ja, mit der Tuppe leid. Da muss ich jetzt durch. Da muss ich jetzt durch. Ah. Ich bin der Lösung auf der Spur. So. Jetzt komme ich danach ganz unten. Nein! Oh Mann! Ah, das hat gut gepasst. Ach, das ist echt schade. Aber das ist so nah dran, glaube ich. Hart. Muss in die andere Richtung. Na, dann wäre es perfekt. Ganz runter.
Meinst du das? Ich pack mal los. Nee, dann geht's wieder. Okay. Genau, jetzt klebt er nicht mehr an mir. Ja, ich muss. Ich muss einfach rechts springen können. Und das kann ich halt gerade nicht. Das geht nicht. Oh, oh, doch, kann ich doch. Aber es geht, nee, es geht trotzdem nicht. Das geht trotzdem, na, das, ah, Mann. Das wollte ich erreichen, aber es stimmt halt doch nicht. Das könnte stimmen. Weil das jetzt entgegengesetzt ist. Ja. Ja, das ist es, oder? Ja. Ja, das war's. Hey. Schönes Rätsel, aber sehr schön. Aber kein leichter Brocken auf jeden Fall. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Warum wollten die überhaupt, dass ich die auf ihren Platz zurückführe? Hatten die Orientierungsprobleme? Haben die zu viel getrunken? Zu viel gesoffen oder was? Vielleicht. Oh. Vielleicht ein guter Punkt, um den Stream zu beenden dann, ne? Okay, nee, ich zoom's jetzt nicht. Ah, oh, nicht so hell, bitte. Da fühlen wir uns mächtig. Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Sehr schön. Jetzt fängt es gleich an zu sprechen, wie in Sonic in der Black Knight, ne? Nape. Er ist ein Nape und nicht Link. Knappe. Und dieses kleine Ding verfügte über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Ah, jetzt können wir das kontrollieren. Dieses Ding ist so gefährlich. Wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal. Solange wir das hier haben, können wir doch jederzeit in ein können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden.
Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Gut. Und übrigens, sorry. Ich hätte da eine Bitte an dich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Santo. Tja. Machen wir doch. Dafür sind wir extra hierher gekommen. Sehr schön. Ah. Das Maß so, es glitzert so. Es glitzert eigentlich viel zu sehr, ne? Also, es blendet mich richtig. Ja, schön. Müssen wir nicht mehr mit unserem Holzschwert da rumhantieren. Das ist ja nicht so arg stark, oder? Dann ist mal hinaus hier über andere Wege. Warte, wo sind wir überhaupt reingekommen? Ach, hier. Perfekt im Zeitplan gewesen, stimmt, ja. Das ist wahr. Gibt's da drin noch was, oder was? Ich dachte, ich kann jetzt hier die Felsen zertrümmern. Ich dachte, das Schwert wäre richtig overpowered, aber... Ist ja nix. Ist ja wirklich... schwach. Was gibt's denn? Vielleicht gibt's hier noch was. Nicht wirklich, ne? Ah, ich weiß. Dem hier. Genau. Jo. Eine Schnecke. Sehr schön. Link macht die Schnecke zur Schnecke. Ist das nicht gut? So. Meinst du die Schnecke? Oder gab es hier noch was? Hm. Glaube sonst nicht, ne? Hast du das schon geholt? Nee, aber... Wir haben es halt gesehen, aber da konnte ich es noch nicht holen. So. Warte, kann ich hier so... Naja, geht. Okay. Aber warte, wie kann ich jetzt so... Ding... Ah, ich kann das jetzt einfach... Okay. Das geht ja easy, ne? Ja, aber das ist doch gut. Beides seine Vorteile, ne? Aber beides gebrauchen. Wo man größtenteils wahrscheinlich eher in der normalen Gestalt unterwegs ist, denke ich. Aber gerade zum... Für sowas halt, ne? Das ist gut. Waren wir hier schon, oder? Hab ich jetzt irgendein Secret entdeckt? So ganz aus Versehen. Kann man ja mal finden. So aus Versehen. Einfach aufs... Oh, stimmt. Noch besser. Das ist ja wirklich entspannt. Ja, es gab nämlich ja viele Orte, wo man entweder nur als Link hin kann oder nur als Wolf hin kann. Und jetzt kann man das... entspannter. Gut, jetzt geh doch weg, du kleine... Was gibt's hier überhaupt? Ein paar Vasen. Doch, weg du. Komm. Komm, oder? Danke. Hältst denn du aus, ne? Ja,
Okay. Da scheint es auch nicht so viel zu geben irgendwie. Hm. Außer vielleicht. Ja, auch nicht. Okay. Ist es vielleicht einfach ein Lootraum? Ja, das kann auch sein. Einmal ein bisschen zum Looten. Warum nicht, ne? Kann man auch machen. Die verschwinden doch irgendwie nicht. Aber dich würde ich gern besiegen. Du siehst so wichtig aus. Ich weiß nicht. Jetzt komm mal ein bisschen runter. Komm. Du bist doch wohl besiegbar. Ach stimmt, ja, als Mensch wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Jetzt hast du recht. Ja, kann ich die auch so runterholen? Ja. Nee, doch. Sehr schön. Oh, das Master Sword. Ah ja. Dann erscheint durch die Truhe, na gut. Sollten mal wieder ein paar Rubine ausgeben, oder? Ah ja. Das auf jeden Fall sehr gut hier. So. Was? Direkt hier irgendwo. Nee. Wo bin ich denn gerade? Maggie, komm hin. Achso. Dann halt so, dann halt wie in Mario 64. Kommen wir jetzt auch in so ein Special Level? Nee, okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus, aber... Aber ich kann mich noch rausporten, ne? Oder nicht? Ich glaube, das wäre das Schlauste. Dann höre ich auch auf heute. So, wo sind wir? Ja, ich gehe jetzt auch mal einfach raus hier. Dann frage ich mal mitten, ob sie weiß, wo wir hin müssen, und dann porte ich mich da irgendwo in die Nähe. Und dann hören wir. Oder ich frage Nika. Na, passt. Ja. Aber haben doch heute schon, dafür, dass ich nicht lange gestreamt habe, so manches erlebt, ne? Jo. Wenn es nicht lang dauert, dann ja. Ganzer Dungeon jetzt. Freut sich der Link auch schon, ja. Oh yeah. Aber in die Stadt, oder? Wo müssen wir hin? Alter, sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon sehr geil aus. Hori, wo bist du? Ach so, der goldene Wolf. Hallo Hori, ich habe Post für dich. Bin doch der Absender Thelma. Sagt dir das etwas? Also es wäre erledigt, ab die Post. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Wolf da. Sieht jetzt eher Bronze aus, ne?
Ah ja. Lang nicht mehr gesehen. Es ist gut, dich zu sehen. Wen ist schon etwas mehr an dem Helden als beim letzten Mal. Bist du bereit, die nächste meiner okkulten Künste zu lernen? So sei es denn. Wozu zeige mir, ob du den Fangstoß beherrschst, den ich dich letztes Mal gelehrt habe. Greif mich an. Den hier. Warte, was? Achso, ja. Klar. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Wohl an die zweite okkulte Kunst. Die Schildattacke. Erlerne sie und präge sie dir wohl ein. So eine Art Parry. So geschickt du dein Schwert auch führst, schützt dein Gegner sich mit Schild und schwerer Rüstung. Wirst du nichts ausrichten. In einer solchen Situation drücke ZR und presse dein oder so entwaffnen, Verteidigung durchbrechen. Presse dein Schild gegen die Rüstung deines Gegners, um ihn zu durchdringen. Visiere mich mit ZR an und versuche mich auf diese Art und Weise im richtigen Moment mit einer Schildattacke anzugreifen. Naja. Ja, okay, also. Verwundbar machen quasi. Genau so ist es. So ist es gut. Hast du die Verteidigung deines Gegners erst überwunden, so kannst du ihn mit dem Schwert angreifen. Die Schildattacke kannst du auch verwenden, um den Angriff eines Gegners zu kontern. Versuche nun meinen magischen Angriff mit der Schildattacke ZR, um auf mich selbst zurückzustellen. Ah, geht doch zum Parry. Also ziemlich schnell von ihm. Ne? Genau, gut gemacht. Schleudere Wurfgeschosse auf deine Gegner zurück, wenn sie versuchen, dich damit anzugreifen. So hast du also die zweite meiner okkulten Künste, die Schildattacke, zum Meister gelernt. Jo. Das ist sehr gut. Mhm. Noch 5 okkulte Künste sind mir gegeben, die ich dich lehren will. Der Weg zur Meisterschaft in den okkulten Künsten ist lang. Doch hast du sie alle gemeistert, so wirst du auch ein wahrer Held genannt werden. Auf dem einsamen Weg des Schwertes wirst du wahren Mut erlangen. Auch sollst du die Kraft finden, der Gewalt deines Feindes zu trotzen. Zu übe denn den Umgang mit dem Schwert, bis wir uns wiedersehen. Ja, denn den, ne? Das ist echt sehr gut, sehr hilfreich. Ja. Man muss nur reagieren können, aber das war ja ziemlich schnell. Gut, es sieht jetzt ein bisschen langsam irgendwie aus, aber. Das bringt auf jeden Fall was, ja. Gut, dann speichere ich mal ab. Und ja. Dann machen wir schon Schluss. 25 Stunden. Den ganzen Tag haben wir jetzt schon gespielt, ne? Ja. Sehr schön. Ja, dann tut es mir leid, dass es heute so kurz ist, aber besser so, als wenn meine Stimme dann irgendwie total kaputt ist. Dann noch gute Besserung und viel Spaß beim Konzert, wenn es denn klappt. Horror 16, WhatsApp Cheer 150. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich finde das so schade. Ich finde das so schade. Vielleicht nehme ich noch was. Vielleicht hilft ja. Vielleicht reicht schon, dass ich irgend so einen Huschenbonbon nehme. Keine Ahnung, wer weiß. Ah, vielleicht haben wir irgendwas. Aber so schlimm ist es ja. Es ist ja nichts arg Schlimmes. Es ist einfach nur. Bisschen stärkere Erkältungssymptome, ne? Aber trotzdem. Obwohl, der Husten ist schon eklig. Ja, dann geht's nächste Woche weiter mit Frontiers. Und wird mir jetzt Call of Duty Warzone 2.0 hier empfohlen? Hm. Tja, gute Frage, ne? Jo.
Machen wir Spoiler bei Pokémon Scarlet was aus? Dann holt man nämlich Eddie. Irgendwie ist es nicht so schlimm, wenn ich da gespoilert werde, aber. Weiß nicht. Ah, willkommen Julian. Ja, ich wollte gerade aufhören. Und danke. Dann zeig ich auch die neue Pokémon schon. Und wie ist sie bisher? Ja, genau, Ron hatte ich auch im Sinn. Den hatte ich auch im Sinn. Okay, jetzt zocken. Nee, es geht. Nee. Was? Creepy Pasta Punch zockt Pokémon. Was? Ich dachte, er zockt immer nur Horror Games auf Twitch. Zockt einfach Pokémon, lol. Hat er das schon öfters gemacht? Bissle Pokémon. So heißt sein Stream. Interessant. Okay. Nee, dann hol's Baron. Werbeanzeige 1 von 2. Oh, jetzt fängt Twitch damit auch an. Ich flippe aus. Obwohl, ich habe auch schon 1 von 3 gesehen, ne? Also noch schlimmer. Ah, je. Darklore. Ich muss es mit diesen großen kleinen Buchstaben gar nicht so ernst nehmen. Beim Raiden. Der sagt Smash, ne? Smash. Your Battles. Oh, ich sehe Gendorf. Er spielt Gendorf. Oh. Das ist geil. Das ist geil. Ist doch Horror, was Game Freak so ist. Ja gut, ne? Sind leider einige dabei. Hat mir irgendjemand gesagt. Kilian war es, ne? Ja. Bei mir wird es noch lange dauern, bis ich zock. Wahrscheinlich. Ich hab's nicht so eilig. Also ich hab Bock drauf, aber. Ja, Dezember. Wenn es klappt. Dark Pictures ziehe ich vor, aber das ist ja auch nicht so lang. Denke ich. Wer weiß, vielleicht ist es viel länger als die anderen Dark Pictures-Spiele, so. Aber ja. Jetzt soll ich mal Schluss machen wegen dem Raid. Euch eine gute Nacht, danke fürs dabei sein. Und dann danke ich schon Manu für die 150 Bits, ne? Hoffentlich habe ich mich bedankt. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, danke, danke. Jo. Also Leute, euch eine gute Nacht und wir sehen uns dann nächsten Freitag bei Sonic. Und hier ist schönes Wochenende euch. Ja. Ciao. Schön gepasst mit dem Heulen.